Sein Finger weist den Weg. Cristóbal Colón, bei uns eher als Christoph Kolumbus bekannt, zeigt von der spanischen Hafenmetropole Barcelona hinaus aufs Mittelmeer. Und genau dorthin sind die restlichen 9 Kandidaten im Wettbewerb um Europas Yacht des Jahres 2011 unterwegs. Noch einmal zur Erinnerung, 20 Boote werden in 4 Kategorien von einer internationalen Jury aus Segelredakteuren getestet. Und das ausgiebig über 3 Tage, denn nur die Besten der Besten bekommen die begehrte Auszeichnung. Also ich glaube, für alle Werften hier zu sein, ist eine riesige Chance, ihre Boote einer europaweiten Öffentlichkeit vorzustellen. Zusammen haben wir, wenn alle Magazine zusammengerechnet sind, über 1 Million Leser mit jeder Ausgabe und mehr Reichweite kann man gar nicht haben. Und deswegen sind alle Gewinner, aber es werden am Ende trotzdem ein paar traurig sein, weil sie nicht diese Trophäe kriegen in Düsseldorf, wenn wir die am ersten Wochenende der Boot Düsseldorf verleihen. Trotzdem nicht traurig sein, weiterarbeiten, besser machen, lohnt sich. Auch für die 11 Tester hat sich diese Reise nach Barcelona gelohnt, denn im Gegensatz zum nordeuropäischen Winter finden sie hier beste Segelbedingungen. Soll heißen 18 Grad und 5 Beaufort. Besser geht es kaum noch. Die knallharte Jury lässt sich allerdings nicht von den traumhaften Wetterbedingungen ablenken, denn ihre Mission bleibt immer noch, einen Sieger zu küren. This year's election has proven that crisis is a good thing for yacht building, because we get all sorts of very nice boats. Die Auswahl dieses Jahr hat gezeigt, dass eine Krise auch etwas Gutes für die Branche mit sich bringt. Neue Boote mit frischen Ideen und durchdachten Konzepten. Vielleicht war das Geldverdienen in den Jahren bis zur Krise zu leicht. Jetzt zumindest habe ich viel bessere Boote gesehen. So I think this is a lot better. And I've seen a lot of good fun boats. So. In den letzten 3 Tagen hat sich gezeigt, es gibt viele neue Boote mit ganz vielen neuen Features. Und es gibt aber auch immer noch so Punkte, wo man sagt, noch nicht ganz genau getroffen. Aber ich hatte viele Favoriten, davon sind nicht alle durchgekommen. So viel kann ich verraten. Oh, well, I think the choice unsere Auswahl an Yachten war am Ende doch nicht so gelungen, wie wir zunächst dachten. Wir waren doch ziemlich enttäuscht von den Booten. Aber so ist das Leben nun mal. Und in diesem Jahr waren wir eben enttäuscht. To be disappointed or not, and I have to say we're a little bit disappointed. Naja, dass der französische Kollege mal wieder aus der Reihe tanzen würde, war ja klar. Doch Spaß beiseite, wenn sich 11 Europäer auf eine Siegerjacht in jeder Kategorie einigen müssen, kann das wirklich ein langer Abend werden. Das ist aber nicht der Grund, warum wir Jurymitglied Kurt Gehlin aus Schweden im kommenden Jahr nicht wiedersehen werden. Ich möchte den Platz für junge Leute freimachen. Leute, die mit einer anderen Einstellung und frischen Ideen an die Arbeit gehen. Aber es waren schöne Jahre und die Diskussionen haben auch mir viel gebracht. In der Regel teste ich in meinem Job ein Boot alleine und kann mit niemandem drüber sprechen. Aber der Austausch mit den Kollegen hier ist sehr interessant. Und ich bin immer noch fasziniert, dass ich eine Sache denke und mein Kollege genau das Gegenteil. Nach vielen Jahren geht Kurt nun also in Rente. Vielleicht wird er die lebhaften Diskussionen gar nicht so sehr vermissen, dafür aber sicher Szenen wie diese. Bei der Mittagspause tauschen die Juroren erste Eindrücke aus, bevor es wieder auf die Testkandidaten geht. Zwecks Zeitersparnis wechselt man in Barcelona mit dem Schlauchboot von einem Schiff zum anderen. Das passiert mittlerweile fliegend und routiniert. Während der normale Fahrtensegler bei 5 Windstärken vielleicht schon das eine oder andere Reff einbindet, nehmen die Tester ihre Boote nun erst recht ran. Konkret bedeutet das, Gennaker raus und ab dafür. Plötzlich wird es hektisch. Per Handy erreicht unser Kameraboot einen Hilferuf. Die Komet 26 hat ihren Mast verloren. Der österreichische Juror Roland Duller war an Bord, als das Unglück passierte.
Für meinen Geschmack ist das Boot zu weit mit dem Heck im Wasser gesessen. Das Heck hat gesaugt. Und in dem Moment, wo ich also sage, wir müssen uns ein bisschen weiter nach vorn setzen, wir bewegen uns nach vorne. Im selben Mast hat sich auch der Mast mit Gennaker nach vorne bewegt. Ich habe mich dann schnell auf den Boden geworfen, weil ich gesehen habe, dass der Baum herunterkommt. Man hat ja genügend Zeit. Und für mich ist es nicht das erste Mal, dass ein Mast bricht. Also so gesehen wusste ich schon, was zu tun ist. Glück im Unglück, denn an Bord wurde niemand verletzt. Ursache war letztendlich ein zu schwaches Mastprofil. Die Werft Koma Yachts hat bereits reagiert und will nun stärkere Masten einsetzen. Am Ende der drei Testtage bleibt wie immer die Frage, wer von den 20 Yachten hat denn nun das Rennen gemacht? Alle Sieger der vier Kategorien werden am Wochenende auf der Boot in Düsseldorf gekürt. Und kommende Woche sehen Sie natürlich hier bei Yacht TV, welche Schiffe sich Europas Yacht des Jahres 2011 nennen dürfen.